So, und da sind wir auch wieder. Willkommen zurück. In Sommer in Mara. So, unter Wasser graben. Da müssen wir sowieso noch mal zur Insel. Genau, das machen wir auch. Bevor ich aber zurück zur Insel gehe. Bevor ich nochmal zurück zur Insel gehe, muss ich nochmal nach Südwesten ungefähr, um dort die Sachen aufzusammeln. Ich will natürlich nochmal die andere Höhle begutachten, bevor ich jetzt nochmal zurück zur Insel gehe. Weil ich denke mal, dann werde ich für heute auch mal Feierabend machen. Das bedeutet, in der heutigen Folge werden wir die nächste Unterwasserhöhle an, wie heißt's? Wenn wir die nächste Unterwasserhöhle erkunden. Und wir müssen nochmal mit den Piraten sprechen. Das mache ich natürlich auch sehr gerne. Die Frage ist, kann der mir irgendwas handeln, was ich vielleicht haben möchte? Silberbarren, okay. Schlüssel nehme ich mal mit. Warum nicht? Was willst du denn haben? Du willst Holz haben. Steine kannst du alle haben. Steine kann er wirklich alle haben, weil von denen kriege ich ja wieder ganz viele. Harz, Seil, Ruder, Schwimmer. Weißt du was? Ich glaube, ich baue einfach mal ein paar Ruder. Und verkaufe die denen. Ich denke mal, mehr als zwei Ruder brauche ich nicht. Weil er gibt mir richtig viel dafür. Der Lizio. Warum geht das nicht schneller? Diese Person bezahlt dir mehr für ihre Lieblingsgegenstände. Das bedeutet, wenn du hier wirklich... Oh, Orangen. Ja, Orangen kannst du alle haben, mein Freund. Holz. Nee, Holz eigentlich nicht so viel. So, ich muss mit dir nochmal sprechen. Lizio, ich habe etwas für dich. Ist es etwas zu essen? Ja, woher weißt du das? Ich habe einen äußerst guten Geruchssinn. Sag mir, was du davon hältst. Wirklich köstlich. Mein Kompliment an den Koch. Du kannst ihn jederzeit besuchen. Er ist in Quelles. Quelles? Oh nein, das geht nicht. Oh, okay, wenn du meinst. Er geht zurück und redet mit Tucker über die Piraten und deren Geschmack. Wunderbar. Alles klar, Lizio, mein Lieber. Ich muss aber trotzdem noch mal mit dir sprechen. Schiffsmädchen, hast du eine Schaufel? Natürlich, brauchst du eine? Nein, du wirst sie brauchen. Hier, ich habe eine Schatzkarte für dich. Weißt du, wie man eine Schatzkarte liest? Ich habe keine Ahnung. Komm, wir geben den jetzt einen Seefahrer-Slang. Die Schatzkarte weist dir den Weg zu einer Insel, auf der ein Schatz versteckt ist. Aber du musst selbst herausfinden, wo er genau versteckt ist. Dann musst du ihn nur noch ausgraben. Klingt ziemlich einfach. Es ist ziemlich einfach. Ich meine, selbst ein Pirat würde das hinbekommen. Und jetzt geh und finde den Satz. Super. Oha. So, wunderbar. Bam. Holz, super. Und jetzt hier nochmal tauchen. I hope you find this bottle. Pipapo, hat kennen wir ja schon. Tauchen, wunderbar. Öffne die Schatztruhe und kehre mit der Beute zurück. Das ist super. Das ist gut. Ich glaube, die goldenen Schatztruhen sind das. Hallo, Napopo! Nur Müll. Aber ich dachte... Na... Das ist ja blöd. Die Frage ist, wo muss ich lang? Muss ich das öfters machen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Blub, 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 blub.
Weil wir müssen ja noch was finden. Wir haben Silber gefunden, glaube ich. Das ist an sich gar nicht so schlimm. Das ist super. Das Problem ist allerdings nur, ich weiß nicht, wo ich diesen antiken Topf finden soll. Okay, hier schon mal nicht. Warum ist hier ein Sternchen? Oh, wir haben Hühnchen. Ein Küken gerettet. Oh, super. Armes Küken. Na gut. Ich weiß nicht. Ich müsste noch zwei Tauchglocken haben. Also Taucheruhren. Dann werde ich noch einmal hier tauchen. Und hoffe, dass ich dann das finde, was ich brauche. Nee, leider nicht. Warum kann ich nicht nach oben tauchen? Hallo Fischis! Ich bin's, die Koa. Bin ganz lieb zu euch. Ihr seid auch lieb zu mir, ne? Wir sind Freunde. So, viel Luft hat die Kleine nicht mehr. So, gut. Schade. Dann will ich nochmal runter. Ich muss gucken, dass ich nochmal ein paar Taucherbrillen besorge. 13.30 Uhr im Spiel, das ist soweit okay. Die Frage ist nur, wo finde ich den ganzen Kram? So, Rosalalaland, Entschuldigung. Erstmal in die offene See. Hier ziemlich nah. Kann ich wieder tauchen. Blub, blub, blub. Zweimal Seil. Das... Ja, ist in Ordnung, aber... Ah, hier haben wir die Vase gefunden, okay. Hallo ihr Krabben! Ich bin die Koa. Warum kann ich nicht schneller tauchen? Ist okay. So, jetzt haben wir doch schon mal alles. Wunderbar, das ist super. Wunderbar. Ich würde sagen... Nein, zurück. Wir haben jetzt ein kleines Küken an Bord. So, lass mich mal selbst noch mal ein bisschen überlegen. Die Krabben möchte ich nicht umfahren. Warte mal. Rosalalaland, das bedeutet, wir müssten nach Osten. Dann warum nicht? Ich meine, unser Tank ist noch einigermaßen voll, das ist soweit okay. Und dann fahre ich mal zur Heimatinsel. Dann kann ich auch die anderen Aufgaben schon mal fertig machen. Glaube ich zumindest. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann würde ich sagen, passt das. Ja, wieder zu Hause. Das ist doch schön. Ein neues Tier lebt nun auf der Insel. Ein Hühnchen. Ah, super. Das ist wunderbar. Das habe ich mir schon gedacht. Also, wenn wir Tiere retten können, dann müssen wir diese Tiere mit an Bord nehmen, auf unser Boot einladen und dann fahren wir nach Hause und können diese Tiere dann auf unsere Insel verfrachten. Das ist schön. Supi, guck mal, wie sich freut im Ladebildschirm. Die kleine Koa. So, wir haben einen neuen Freund auf der Insel. Das ist schön. Ich hoffe, ich kriege da noch ein Hündchen oder so. Das wäre super. Aber ich glaube schon. Das passt einfach. Es gehört sich einfach hier noch dazu. So einen kleinen Hundi.
Na, geht's dir gut? Ich muss erst die Tiere füttern. Ja, die Frage ist, wie füttere ich die Tiere? Wie füttere ich den Kram? Lass mal überlegen. Okay, wir haben die beschädigte Halskette für Saimi. Wir haben das Schmuckstück aus dem Unterwassergraben für Akila. Wir brauchen eine rote Beete für Avan. Der ist ja hier bereit in 2 Tagen. Jetzt müssen wir noch Stoff machen für Bram. Dafür brauchen wir Faden. Mindestens einen. Mache ich mal 4 Stück, weil ich auch noch welche für meine Angel brauche. Wunderbar. Bram hat alles. Suche nach dem Schatz, der auf Lithios Karte eingezeichnet ist. Mache eine Pizza. Küche, wo haben wir die? Dafür brauchen wir Tomaten. Okay. Das mache ich morgen. Geh mal nochmal schlafen, Koa. Komm. Du warst jetzt die letzte Zeit so spät eingeschlafen. Da kannst du mal heute ein bisschen früher ins Bett gehen. Das ist okay. So, die Koa hat ein bisschen Hunger. Das werde ich mir aber für später aufheben, wenn ich wenig Energie habe. Das bedeutet, heute werden wir noch ein bisschen auf der Insel was machen. Wunderbar. Das lasse ich jetzt ohne Gießen ablaufen, die Zeit. Ja, die Frage ist, wie füttere ich die Tiere? Und ich muss... Okay, ich gucke erstmal, von was ich noch mehr haben kann. Bevor ich jetzt alles hier großartig anpflanze, weil alles, was ich mehr anpflanze, macht keinen Sinn. Sage ich ganz ehrlich. Ja, einen Apfel kann ich mehr essen, davon habe ich ja genug. Warum kann ich die Tiere füttern? Wie kann ich die Tiere füttern? So. Ich will trotzdem mal die Schatzkarte lesen. Eine Taucherbrille habe ich noch. Eine. Gemüse. Mehr. Vielleicht hier. Speziell. Schatzkarte B3. Eine Karte, auf der ein Schatz eingezeichnet ist. Koordinaten B3. Hier auf der Karte können wir... haben wir ein Koordinatensystem. Unten am Boden, wo Mara steht, sieht man die Koordinaten A, B, C, D, E, F. Und auf der rechten Seite sehen wir die Zahlen. Das bedeutet, von der Heimatinsel aus ein Quadrat nach Osten müssen wir hin, um dort den Schatz zu finden. Okay, na Hühnchen? Bitteschön. Füttere die Tiere, um einen speziellen Gegenstand zu erhalten. Je mehr Tiere du... Oh, je mehr Tiere ich habe, desto mehr Gegenstände kriege ich. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja. Ja, wie heißt denn, liebes Hühnchen? Du, ne? Super. Oh, das ist super. Das freut mich. Das freut mich, dass das so super klappt. Wunderschön. Das ist toll. Wunderbar. So. Haben wir. Rote Beete muss reifen. Das haben wir fertig. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Irgendwo, ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Muss ich einfach mal überall mal gucken. Das könnten wir jetzt machen. Und wir brauchen Tomaten. Okay, weißt du was? Das machen wir. Ich suche jetzt erstmal den Schatz. Das bedeutet, wir müssen nach Osten, hier hin. Und dann kann ich den Schatz schon mal suchen. Dann habe ich den auch fertig. Dann fahre ich zurück zur Insel und gucke dann nach der roten Beete.
und pflanze noch mal ein paar Tomaten an. Da muss die Moon auf ihre Pizza noch ein bisschen warten, was aber an sich gar nicht so schlimm ist. So, auf eine See. Was haben wir hier? Oh, noch ein... Noch ein Hühnchen. Ah, ist doch super. Ich will jetzt nicht zu viele Hühnchen haben, aber ich kann die auch nicht auf offenem Meer einfach liegen lassen. Das ist nicht in Ordnung. So, warte mal, wir sind doch jetzt bei B3. Okay. Hier können wir angeln. Da werde ich nämlich einfach mal die Angelsachen abklappern. Das ist ein komischer Fisch. Och ja. Na komm. Engelfisch. Ist ja gut, Hühnchen. Super. Kann man hier noch angeln? Ah, der Wendekreis von dem Boot ist nicht ganz so optimal. Nee. Okay, dann möchte ich hier nochmal auf dieses... auf diese Insel. Ich glaube, da hat der... Stimmt, das ist ja vergraben. Da brauchen wir gar nicht... Hier gibt es überall Holz. Das ist wunderbar. Da will ich mich gar nicht beschweren. Da muss ich nämlich keine Bäume fällen, wenn ich Holz brauchen sollte. Global Sleeps. Du hast einen neuen Ort in Mare entdeckt. Das ist schön. Ja, sehr gut, Hühnchen. So, was können wir hier fischen? Nur das da. Hallo, Ente. Hier gibt es Hängematten. Hier drüben hatte jemand aber Spaß. Das stimmt. Was haben wir hier? I can't think of anything to say. Ich kann nicht... Was? I can't think of anything to say. Ich kann nicht denken, an irgendwas zu sprechen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, wer ist eine liebe Krabbe? Oh, ich habe kein Essen für dich. Entschuldigung, Frau Gans. Find the blue coconut. Guybrush. Treepwood Jr. Finde die blaue Kokosnuss. Kann ich jetzt Kokosnüsse... Kokosnusspalmen anpflanzen? Das wäre super. Das wäre echt super. Aber ich bin doch hier bei B3. Warum kann ich denn nicht... Hier muss doch auch irgendwas vergraben sein. Hier muss doch auch irgendwas vergraben sein. Ich brauche einen besseren Hammer. Oh, ich kann hier schlafen. Das wäre super. Das ist nicht schlecht. Aber... Nein, B3 ist bei Rosolalaland. Ich hab mich verlesen. Wir sind ja hier bei D3 und nicht bei B3. Noch. Na gut, haben wir aber auch wieder was gefunden. Und wir haben Hühnchen gefunden. Das ist doch schon mal super. Ja, ist ja gut. Wunderbar. Das bedeutet, wir müssen zweimal nach Westen, nicht nach Osten. Mensch, Mensch, Mensch. Grafi, du kleine Halunke. Was machst du da? Lest doch mal die Karte richtig. Na gut. Was haben wir hier? Achso, da war das Küken drin. Okay. Ich dachte, wir müssten jetzt noch einen Küken retten. So, und das Küken bringen wir jetzt erstmal ein bisschen zur Heimatinsel. Ein neues Tier lebt nun auf der Insel. Ein Huhn. Super. Es ist schon relativ spät. Ich will aber trotzdem noch auf Schatzjagd gehen. Komm, das machen wir. Wochenende. Bei Koa ist Wochenende, da darf man das schon immer. So, jetzt Richtung Westen. Wunderschön. Thank you.
Und dann kann ich auch wieder nach Hause fahren. Der Tank. Ja, der Tank macht noch ein bisschen was mit. Das ist okay soweit. Rosor Lala Land. So, da will ich mal gucken. Wo könnte der Schatz versteckt sein? Weiß ich nicht ganz. Ich will hier aber eigentlich eine Runde schlafen, bevor ich jetzt... Wo könnte der Schatz versteckt sein? Wo könnte der Schatz versteckt sein? Das ist eine gute Frage, Coraline. Gelesen haben wir die Krabben ja alle schon hier. Bestimmt hier hinten. Hier. Ich hab's. Das sieht doch schon so aus. Oh, goldenen Schlüssel brauchen wir. Puh. Einen goldenen Schlüssel brauchen wir. Na, schlafen wir mal im Boot. Warum eigentlich nicht? So, gucken, dass die... Ja, die Folge ist schon soweit fertig. Jo. Müssen wir nochmal zu den Piraten. Die Frage ist, wo ist der? Der ist doch in der Puni-Höhle. Das bedeutet, wir müssen nach Norden. Ich will jetzt erstmal den Schatz fertig haben. Und ich hoffe, dass wir bei dem auch einen goldenen Schlüssel kriegen. Ansonsten muss ich nochmal gucken, ob ich in diesem Eierautomaten Glück habe. Aber ich glaube, goldene Schlüssel werden dort nicht vergeben. Dafür sind die, glaube ich, zu wertvoll. So, was können wir hier angeln? Okay, normale Fische. Ich suche eigentlich nur noch... suche eigentlich nur noch einen Tintenfisch, dass wir bei Edegan weiterkommen. So. Du hast mich reingelegt. Ich krieg die Truhe nicht auf. Natürlich nicht. Du brauchst einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Hast du einen? Ja. Aber ich gebe ihn dir nur im Tausch gegen etwas Obst und Gemüse. Meine Crew hat Hunger und wir können keinen Fisch mehr sehen. Na gut. Aber bleib in der Nähe. Oh, Banane, Orange, Kartoffeln. Bananen. Warte mal, kann ich mit dir nochmal handeln? Vielleicht hast du noch irgendwas anderes. Hey! Lizio! Du Lümmel. Bleib stehen. Och Mann. Na gut. Schatzkarte C5. Kauf ich. Weißt du was? Die kaufe ich beide. Was willst du denn haben? Holz kriegst du von mir. Harz kriegst du ein bisschen was von mir. Achso, Ruder wollte ich ja machen. Kartoffeln kriegst du auch ein bisschen von mir. Ich habe dem zu viel Geld dagelassen. Na gut, macht aber nichts. Jetzt fahre ich erstmal nach Hause. Und dann gucke ich mal, was die rote Beete macht. Und dann ist... Du kannst jetzt... Ja, ja, ich weiß, was ich kann. Und dann kann ich eigentlich auch jetzt ganz einfach die Folge auch schon mal langsam beenden. Ah, das ist Quelles. Okay. Vielleicht finde ich hier ja... Ah, hier kann ich angeln. Hier finde ich auch den Tintenfisch. Oh, komm schon. Das ist gemein. Das ist ein sehr schwieriger Fisch. So, ich brauche nur einen. Das reicht mir auch. Der ist mir zu schwer zu fangen. Und jetzt kann ich auch... Zu Hause, da muss ich nach Süden. Da kann ich auch nach... Na, wie heißt, kann ich das Tintenfass auch fertig machen? Das ist schon mal ganz gut. Super. Das läuft doch aktuell ganz gut. Und dann kann ich die Folge auch beenden, weil dann... Ja, den Tag mache ich noch fertig. Ich will jetzt aber die Folgen auch nicht zu lange machen.
Einfach aus den Gründen, dass ich... Ja, muss ich nicht... Soll nicht zur Gewohnheit werden, 30 Minuten. Hier ist noch eine Krabbe. My travels of Mara have led me to a small romantic island called Global Sleeps. Okay, meine Reisen aus Mara haben mich zur schmalen romantischen Insel geführt, die sich Global Sleeps nennen. Find your way to this destination for many surprises. Find deinen Weg zu dieser zu diesen Destination ist, glaube ich. Oh, was bedeutet Destination? Schicksal für weitere für viele Überraschungen. Can't wait to see you all at Global Sleeps. GS. Ist das Werbung? Ist das Werbung für eine Firma? Das ist aber nicht nett. Na gut. Vielleicht ist es auch einfach nur eine von diesen verschiedenen Inseln. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es darstellen soll. Aber wenn es eine Firma ist, dann ist es nicht in Ordnung. So, da will ich mal nach Hause. So, jetzt möchte ich aber nochmal meinen alten Tank auffüllen. Ja. Wo sind sie dann alle hin? Die zwei. Hm? Wer ist ein Hühnchen? Da. Bitteschön. Und du auch. Wunderbar. So, noch ein paar Orangen aufsammeln. Das ist super. Wunderbar. Hier auch. Und da. Wunderschön. Subi. So, und dann kann ich mir bestimmt hier ein Ei nehmen. Mhm. Noch nicht. Okay. Super. Das ist auch fertig. Ich wollte den alten Tank auffüllen. Das mache ich jetzt auch gleich. Ja, ist ja gut. Hm? Du bist ein liebes Küken. Das sind alle Küken. Hier auf der Insel von der Koa leben nur ganz liebe Tiere. Du auch, ja, natürlich. Wir wollen ja keinen vernachlässigen. Trinke ich mal einen Orangensaft. Das ist ganz super. Läuft alles doch ganz gut. Tintenfass wollte ich herstellen. Meinen Tank wollte ich auffrischen. Da gehe ich jetzt auch hin und ich gucke mal, was da auf dem Weg dazwischen liegt. Dass ich da vielleicht noch ein bisschen was mitnehme. Und dann kann ich eigentlich mit leerer Energie ins Bett gehen. Ich habe den Tank aufgefüllt. Super, das hast du wunderbar gemacht, Koa. So, dann nimmst du die Blume noch mit. Nochmal Respekt. Respekt zollen an die Erinnerung. Wunderbar. Man muss sich ja immerhin auch um deine Insel kümmern. Darf man nicht vergessen bei den ganzen Abenteuern, die man hat. So, dann nehme ich nochmal ein paar Pinienkerne mit. Ja, 18 Uhr. Halb sieben. Dann gehe ich nochmal nach oben zu den beiden Hütern der Insel. Kriegen noch ein paar Orangen. So, das ist jetzt die Frage. Jetzt will ich gleich mal gucken, was ich alles an Aufgaben noch erledigen kann. Und dann sind wir für heute auch fertig. Ansonsten werde ich dann auch mal ein kleines Aufnahmepäuschen machen. Werkstatt, Tintenfass. Super. Wunderbar. So, okay. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Wunderbar. Das haben wir. Bananen. Orangen haben wir. Bananen und Pizza. Das bedeutet, wir brauchen Tomaten. Die habe ich nicht.
Och, ärgerlich. Rote Beete könnte ich eigentlich mal anpflanzen. Na gut. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, der Graf und die Koa. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir würden uns dann in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Sommer in Mara. Habt Spaß, bleibt brav und lernt fleißig. Tschüss.